Folge führen mich hier ins Ballett gehen. Wenn Sie groß sind, sollen Sie dann eine berühmte prima Ballerina sein. Aber ob die Mädchen das auch wirklich wollen, fragt das keine Mann. Jedenfalls bei uns in Schweden. Die mit dem Hut, das ist meine Mami. Die mit der Mütze, das bin ich. Wir waren gerade einkaufen. Mami wollte wirklich mal prima Ballerina werden. Manchmal glaube ich, sie wird immer noch. Ich verstehe das nicht. Das ist doch langweilig. Ich mag was anderes, viel lieber. Kaninchen zum Beispiel. Sein Zug mit Vornamen Kalle. Kalle Kanin? Es war so schön weich, ich wollte gar nicht aufhören, es zu streicheln. Nein, ich bin rum. Aber er musste nach Hause. Schade. Dann war es soweit. Zum Geburtstag habe ich mir drei Sachen gewünscht. Einen goldenen Stern, einen großen Bruder und ein richtiges Kaninchen. Nur für mich allein. Der Stern war noch schöner, als ich ihn mir vorgestellt hatte. Hätte ich die große Schachtel plötzlich aufgemacht. Thank you.
Eisenstange zu ihm. Sie mochten ihn wohl nicht. Ich fand Bohnenstange nett. Und die Klaviertante war auch nett. Der Ballettlehrer war sehr streng und durfte keinen Fehler machen. Bohnenstange war noch da. Bleiben Sie dann auf unsere Mamis gewartet. Bohnenstange war wirklich nett. Ich habe ihm sogar meinen Stein geliehen. Und er hat mir dafür sein Stoffkaninchen gegeben. Mami wollte gleich wissen, ob es mir Spaß gemacht hat im Ballett. Ich habe ja gesagt, aber nur wegen Bohnenstange. Am nächsten Samstag war schon wieder Ballettstunde. Ich hatte gar keine Lust. Bin ich doch hingegangen, weil Bohnenstange ja auch da war. Er kam viel zu spät. Das Kaninchen von Bohnenstange musste ich reinschmuggeln. Die Tür so dazu gemacht.
auf die Fensterbank. Grundschlange fand das doof. Ich hätte mich das nicht getraut. Zum Glück hat es der Ballettlehrer nicht gesehen. Keiner hat es gemerkt. Nur die Klaviertante, aber die war ja nett. Ich wollte keine prima Ballerina werden. Und Bohnenstange bestimmt auch nicht. Das Kaninchen. Diesmal habe ich die Tür ganz leise zugemacht. Schon da. Das gab Ärger. Jetzt musste ich die Stunde zu Hause nachholen. Überhaupt nichts verstanden. Sie hat gedacht, ich mag nur den Ballettrock nicht. Sie hat mir einfach einen blauen Anzug gekauft. Jetzt war für sie alles in Ordnung. Und ich musste wieder hin. Nichts war in Ordnung. Thank you.
traurig, weil ich so allein war. Und ich war traurig, weil Mami so gerne eine kleine Trainerballerina gehabt hätte. Chico sagt, dass Ballett gar nicht so wichtig ist. Ich habe an Umstände gedacht. Er musste eine prima Ballerina werden, weil seine Mami das so wollte. Immer dienstags. Ich würde ihn nur wiedersehen. Aber da habe ich mich geirrt. Jetzt hatte ich doch alles, was ich mir gewünscht habe. Den goldenen Stern, einen großen Bruder und ein richtiges Kaninchen. Das war ein toller Samstag.